Irgendwie ist es auch krass, und ich habe die Tage auch gerade darüber was gelesen, dass man als Kind immer so zu den Erwachsenen heraufschaut, alles von denen lernen will, sich Dinge abschaut, wie man sein will, was man tun muss, aber dann als Erwachsener irgendwie doch wieder Kind sein will und vielleicht auch so ein bisschen leichtgläubig wieder an alles rangehen will wie ein Kind, aber man einfach so verkopft ist mit der Zeit, dass man ja vielleicht dann auf einmal Lego baut. Wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich begrüße euch, ich hoffe, euch geht's gut und vielen Dank auch an alle, die gerade am Start waren. Ich habe gerade vor einer halben Stunde den Stream beendet. Man sieht hier auch noch gleich die Fahrzeuge, um die es genau geht. Aber ich dachte diesmal, anstatt den Livestream zu schneiden und daraus irgendwie so die besten Parts rauszufiltern, mache ich ein kurzes Video directly, sage, um was es ging. Und jeder, der Bock hat, sich den Livestream nochmal komplett reinzuzwirbeln, das VOD steht noch auf Twitch. Um es mal kurz zusammenzufassen, ich war vor einer Woche im Spielemax Wilmersdorfer Arkaden, habe ein Geschenk gekauft für den Geburtstag, für den Kindergeburtstag und stand vor dem Lego-Regal. Aber habe dann gesagt, ja, braucht man aber nicht, lassen wir stehen, wir kaufen nur das Geschenk und gehen wieder raus. Ja, so kam das heute. Ich bin heute vorbeigefahren, wieder am Spielemax und habe mir, ich zeige euch einfach mal jetzt zuerst die Verpackung, habe mir einmal diesen wunderbaren Nissan GT-R Nismo gekauft, Speed Champions von Lego, als auch diesen super nicen Ferrari, auch Lego Speed Champions. Angefangen hat es heute mit dem wunderbaren Nissan GT-R Nismo in der Lego Edition und ging dann weiter zum wunderbaren Ferrari, auch von Lego. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal mit Lego hantiert habe. Umso mehr hat es mir ehrlich gesagt Spaß gemacht, einfach vor allem auch im Stream, jetzt nicht irgendwie zu zocken oder was, sondern einfach ein bisschen Lego zusammenzustecken und mit den Leuten einfach eine gute Zeit zu haben. Es hat super Spaß gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall öfters mal an die Lego-Front gehen. Wie gesagt, Respekt auf jeden Fall an die Kids ab 7, die das Ding zusammenschustern. Allerdings muss man sagen, ein Nachteil, der wirklich so ein bisschen nervig war, ist, dass man diese ganzen Dinge hier selbst bekleben muss. Ne, das hier, bei dem Nissan war es jetzt schon ein bisschen mehr. Da war nur die Motorhaube beklebt. Ansonsten muss man da alles selbst bekleben. Das wäre schon nice, wenn das vorab beklebt wäre. Falls ihr sagt, es gibt irgendwas Spezielles von Lego, was man unbedingt haben muss oder mal gebaut haben muss, aber jetzt eigentlich erstmal nur bezüglich Fahrzeuge. Ich weiß, es gibt Star Wars, Minecraft, alles drum und dran, aber mir geht es hauptsächlich erstmal um diese wunderbaren Speed Champions. Egal, also, ob jetzt Lego oder Lego Technik, wobei ich glaube, wir bleiben erstmal hier bei diesen Lego Speed Champions, weil Lego Technik ist dann, denke ich, auch nochmal für Fortgeschrittene. Plus, der Preis ist natürlich auch so eine Sache. Die haben gekostet um die 20 Euro. Ich glaube 19 Euro oder 18 Euro noch was. Oder 19. Ich glaube also um die 20 Euro eingefährt. Nice fand ich auch noch vor Ort den Lambo Urus und der Lambo Huracan in einem Paket zusammen. Allerdings für 59 Euro. Schau mal, irgendwann holen wir uns den auch. Und falls ihr irgendwas im Stream sehen wollt, wie gesagt, checkt die Amazon Wishlist in der Videobeschreibung. Wenn da natürlich irgendwas geordert wird, bauen wir das im Stream zusammen. Na klar, es war super entspannt. Und man merkt auch mittlerweile die Uhrzeit, 4:30 Uhr, Zeit zum Schlafen. Der Lego-Noob ist in Full Effect. Ich gehe jetzt die Raffel schrubben, Zähne putzen, aka. Und dann geht's ab in die Koje. In diesem Sinne, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, Kommentare sowieso. Und ein Abo natürlich auch auf dem Kanal. Das war das Gefährt, mit dem alles begonnen hat heute. Danach kam der gute Rari. Und ja, es wird auf Twitch noch den einen oder anderen Lego-Stream geben. Schaut auch da vorbei. Links dazu in der Videobeschreibung. Hell wird es auch schon wieder draußen. Das ist der Moment, wenn man sagt, okay,
Es war wieder einmal zu lang. Der Nachtmenschen e.V. grüßt. Seid lieb, bleibt gesund und bis ganz bald auf jeglichen Kanälen. Ich bin raus, ab in die Koje. Ahoi.